fürchtet sich nicht, sie geht ganz nah ran, sie schaut ihnen ins Gesicht. Sie lockt sie mit Tricks, gewinnt ihr Vertrauen, nur manchmal wird's auch nichts. Doch irgendwann klappt es dann. Paula und die wilden Tiere, Paula und die wilden Tiere, Paula und die wilden Tiere, geht ganz nah ran, ganz nah ran. Hier in Afrika gibt's ja richtig viele gefährliche Tiere. Und eins von denen suche ich gerade. Ha? Die Giftschlange. Ja, und weil es hier so heiß ist, ziehen sich die Schlangen gerne an ein schattiges Plätzchen zurück. Deshalb gucke ich hier gerade unter dem Stein. Ah! So ein kleiner Busch spendet auch Schatten, ist aber leider auch keine. Nur ein Spaß. Also ehrlich gesagt, hätte ich überhaupt keine Ahnung, wie ich reagieren müsste, wenn ich wirklich eine giftige Schlange treffe. Das weiß aber Peter und den treffe ich jetzt für euch. Und in der Zwischenzeit gibt's für euch schon mal ein paar Infos. Schlangen leben schon sehr lange auf unserem Planeten. Es gab sie schon zu Zeiten der Dinosaurier. Das Besondere an ihnen, sie haben einen extrem langen Körper ohne Arme und Beine. Etwa 3000 verschiedene Arten leben überall auf der Erde, nur nicht in der Arktis und Antarktis. Dort ist es zu kalt. Schlangen sind nämlich wechselwarm. Sie können selber keine Wärme erzeugen und brauchen deshalb Wärme von außen. Wird es kälter als 9 Grad, verfallen sie in eine Bewegungsstarre. Schlangen werden in 2 große Gruppen eingeteilt, in giftige und ungiftige. Die gefährlichste Giftschlange Afrikas ist die schwarze Mamba. Sie heißt so, weil ihr Maul innen schwarz ist. Aber auch das Gift der Speikobra hat es in sich. Manche der ungiftigen Schlangen erwürgen ihre Beute, wie zum Beispiel diese Netzpython, eine der größten Schlangen der Welt. Kleinere Tiere, wie die Fischnatter, schlingen ihre Beute gleich herunter. Giftschlangen töten erst ihre Beute, dann verschlingen sie sie. Von so einer Mahlzeit wird die Speikobra mehrere Wochen lang zehren. Ich bin heute in Afrika, in Kenia, in der Nähe von Mombasa. Hier liegt der Haller Park. Dort gibt es auch Schlangen zu sehen, die mir Peter zeigen will. Hier ist was. Wo? Ah, cool, die ist total rot. Das ist eine der giftigsten, die wir hier ist. Echt? Die rote Speikobra. Komm, wir gucken noch weiter. Was ist hier? Oh, da ist jemand drin. Ja, der holt die Schlangen raus. Möchtest du mal eine anfassen? Ob ich eine anfassen möchte? Ja, logisch. Na, prima, komm. Geh mal, ja. Super. Peter ist ein deutscher Tierfotograf, der hier in Kenia lebt. Schlangen, sagt er, sind ganz besondere Tiere. Das hier sind 2 kleine Nattern. Traust du dich oder möchtest du lieber einen Handschuh anziehen? Ich trau mich natürlich. Gibt es irgendwelche Regeln, die ich beachten muss? Du darfst sie nur nicht erschrecken, du darfst sie nicht fest anfassen. Die muss das Gefühl haben, dass sie total frei ist. Die fühlt sich ganz, ganz toll an. Das ist wie Seide, ne? Ganz weich, ja, wie Seide. Stimmt, Peter, wie die, Seide. Und die Muskulatur, wenn du jetzt mit zwischen Daumen und Zeigefinger ganz sanft nimmst. Siehst du, wie sie sich um deine Finger wickelt? Ja, das spürt man total gut. Die hat total Kraft. Das ist ja eine ganz kleine Schlange. Richtig, das ist eine Babyschlange. Ach übrigens, die beiden Schlangen sind zum Glück nicht giftig. Also das sind jetzt noch ganz junge, ne? Richtig. Und die sind aus Eiern geschlüpft. Schlangen schlüpfen doch alle aus Eiern. Nicht alle, es gibt auch Lebendgebären. Echt? Ah, das wusste ich noch nicht. Das sind die afrikanischen Vipern, die bringen Lebendgebären, wo zum Beispiel die Puffotter dazugehört. Aber das hier sind Schlangen, die aus Eiern geschlüpft sind. Ja. Die Muttertiere legen ihre Eier in feuchten Sand oder in feuchtes Laub. Ja. Denn die Eier haben ganz dünne Schalen, die sehr, sehr empfindlich sind. Ja. Und wenn die zu lange in den trockenen Sand liegen, dann gehen die Eier ganz schnell kaputt und die Brut stirbt. Und dann setzt sich die Schlange auf den Haufen drauf und brütet. Nein, das sind keine Brutpfleger.
Ach, nicht wie Hühner? Die legen ihre Eier ab und das war's dann für sie. Ehrlich? Ja. Ach, vielleicht auch deswegen unter die Erde, da haben sie es schön warm. Eier müssen es ja schon warm haben. Sie müssen warm bleiben und sie müssen feucht bleiben. Ich verstehe. Und eine Schlange kann ja nicht graben. Also legt sie da ab, wo sie relativ schnell und leicht rankommt. Also feuchtes Laub, feuchte Erde. Oh, guck mal, da kann man total gut sehen, wie die atmet. Wie die sich dehnt und wieder zusammenzieht. Die Schuppen, kann das sein, dass sich die Schuppen hier lösen, Peter? Die Haut der Schlangen wächst ja nicht mit. Die Schlange wächst, aber die Haut wächst nicht. Ach so? Und deswegen streifen sie dir dann ab und zu ab. Aber meist im Ganzen, der ganze Schlangenkörper wird dann mit einem Mal von der Haut befreit. Ja. Und dann bis zur nächsten Entwicklungsstufe, bis zur nächsten Größe und dann machen sie das wieder von vorne. Ah, wie bei uns Menschen. Wir müssen uns, wenn wir wachsen, auch neue Klamotten kaufen. So ungefähr. Und die alten legen wir ab. Bei einer Schlange kann man unten in Richtung Schwanz auf der Bauchunterseite eine kleine Öffnung erkennen. Ah, guck mal, seht ihr das? Da kommt das Pipi raus. Das ist die sogenannte Kloake. So, komm, jetzt sollten wir sie wirklich den Pflegern zurückgeben, damit sie eben nicht gestresst werden, sonst beißen sie uns vielleicht doch nicht irgendwann. Ja, die können auch beißen. Das wollen wir nicht. Ich möchte nicht gebissen werden von dir. Auch ungiftige Schlangen haben Zähne, damit sie ihre Beute festhalten können. Deshalb hätten uns die kleinen Nattern beißen können. Peter will mir noch etwas zeigen. Dafür müssen wir in ein Terrarium, ein Schlangenhaus. Hier liegt eine Python. Schlangen sind übrigens gute Schwimmer. Wie krass. Seht ihr das? Peter, ich glaube, wenn ich richtig aufgepasst habe, ich weiß, was das ist. Na, das ist die alte Klamotte von der Schlange. Richtig. Oder? Das ist die Haut, die sie sich abgepellt hat. Richtig, dann fass sie mal an. Voll cool. Fässt sich anders an als bei einer Lebenden natürlich. Ne? Nicht so seidig mehr. Schon ziemlich trocken. Aber überhaupt nicht eklig, gar nicht, wirklich nicht. Wisst ihr, wie sich das anfühlt? Das fühlt sich an wie trockenes Laub eigentlich ein bisschen. Ne? Ja, Pergamentpapier, ne? Oder wie Pergamentpapier, so eine Mischung. Mhm. Und guckt mal hier. Das sind die Rippen, auf denen sie dann laufen. Das sieht man richtig gut. Schlangen brauchen einen rauen Untergrund, auf dem sie Halt finden und von dem sie sich abdrücken können. Auf dieser Glasscheibe ist es dem Tier zu glatt und zu rutschig. Giftig oder ungiftig? Das ist nicht so schwer. Die kenne ich. Das ist eine Python. Pythons sind Würgeschlangen. Prima. Die haben zwar trotzdem echt scharfe und spitze Zähne, die auch ganz schön lang sind, aber sie haben keine Giftzähne. Richtig, prima. Sie ist giftgrün auf jeden Fall. Also würde ich sagen, sie ist giftig. Das ist eine grüne Mamba. Sie gehört zu den gefährlichsten Schlangen Afrikas. Und hier ist schon die nächste. Ich finde sie total schön mit ihren Streifen. Und grün ist sie auch. Aber sind alle grünen Schlangen giftig? Okay, sie ist nicht so giftgrün wie die andere. Was sagt ihr? Ich sag, nicht giftig. Leider falsch. Die Sandrennatter ist auch giftig. Ihr Biss ist für Menschen allerdings nicht tödlich. Deshalb gilt sie auch nur als leicht giftig. So, und jetzt noch diese hier. So relativ unspektakulär. So ein graues Grau, braun, schwarz, Teil irgendwie. So eine graue Schlange. Die sieht sehr ungefährlich aus. Ich würde sagen, die ist nicht gefährlich. Ganz falsch. Ist richtig gefährlich. Das ist eine der gefährlichsten Schlangen. Ehrlich? Eine Speikobra. Also von wegen harmlos. Giftschlangen spritzen ihr Gift durch die Zähne. Die Speikobra kann es sogar 2 bis 3 Meter weit spucken. Dabei zielt sie immer auf die Augen des Opfers. Also, wir haben gelernt, man kann am Aussehen einer Schlange nicht einfach erkennen, ob sie giftig ist oder nicht giftig. Manche sehen sich auch sehr ähnlich. Nur die untere, die grüne Mamba, ist giftig. Die gefleckte Buschschlange oben ist harmlos. Hier in der Nähe wurde eine Schlange in freier Wildbahn gesichtet. Und wir
müssen jetzt gucken, ob sie giftig ist oder nicht und sie vielleicht einfangen. Zum Schutz der Leute hier. Auf geht's. In den Hallerpark kommen jeden Tag viele Besucher, um sich die wilden Tiere anzusehen. Dort, wo wir hinfahren, machen vor allem Gruppen und Schulklassen gerne Picknick. Klar, dass es da keine Schlange geben sollte. Peter drückt mir eine komische Stange in die Hand. Er wird mir hoffentlich gleich erklären, wofür ich die brauche. In die Kiste soll später die Schlange, wenn wir sie kriegen. Joseph nimmt mir meine wieder weg und drückt mir einen Haken in die Hand. Okay. Ah, okay, also das hier bekomme ich jetzt, um die Schlange im Gras zu suchen. Seht ihr das? Okay. Die seltsame Stange bekommen die Männer. Es ist ein Greifer, mit dem sie die Schlange festhalten können. Ja, okay. Dann wird es ernst. Wir gehen in einer Reihe mit möglichst wenig Platz zwischen uns, damit wir auch nichts übersehen. Es ist heiß und die Schlange wird sich wahrscheinlich irgendwo im Schatten zurückgezogen haben. Oh Mann, Peter, und wenn ich jetzt auf eine rauftrete? Die meldet sich schon, wirst du schon merken. Aber das zu verhindern, halt den Stock weit von dir weg. Hoffentlich nicht zu spät. Nein, wenn du den Stock weit von dir weghältst, okay, unter die Steine gehst, an die Wurzel von der von so einem Busch rangehst. Wir haben keine Ahnung, was für eine Art Schlange wir hier eigentlich suchen. Wir wissen nur, dass es eine Schlange sein soll. Okay, also erstmal alles absuchen. Richtig. Und dann laufen. Richtig. Okay, verstehe ich. Mir ist echt schleierhaft, wie wir in diesem großen Gelände, das total unübersichtlich ist, eine Schlange finden sollen. Die könnte ja überall sein. Joseph hat auch noch nichts entdeckt. Die Schlange hat uns längst bemerkt. Sie ist nervös, weil hier auf einmal so viele Menschen sind. Und Peter, wenn ich sie jetzt finde, was mache ich dann? Dann behältst du es im Auge, läufst langsam rückwärts. Nicht wegrennen. Nein, nicht wegrennen. Langsam rückwärts gehen, damit sie... Habt ihr mitbekommen? Wenn ihr mal in freier Wildbahn eine Schlange entdeckt, nicht wegrennen, sondern langsam nach... Okay, ich sollte erst mal gucken, dass hinter mir auch nichts ist. Wir haben mittlerweile ein großes Gebiet abgesucht, ohne Erfolg. Doch dann, seht ihr, wie gut die Schlange durch ihr Muster getarnt ist? Guys, wait. Joseph hat die Schlange gefunden und sofort erkannt, dass es eine Python ist. Ich sehe nichts. Hier. I can't see. Komm näher, hier siehst du. Die Männer bereiten sich darauf vor, die Schlange zu packen. Und ich soll helfen? Wow, die ist voll stark, Leute. Ich sag's euch, die ist richtig stark. Peter, mach mal schnell ein Foto. So eine große Python habe ich noch nie gesehen. Oh, es ist eine Wirbelschlange. No. Macht sie ihrem Namen gleich alle Ehre. Dankeschön. Ich muss erst mal durchatmen jetzt. Jetzt möchte ich sie mir genauer angucken. Kann ich sie mir genauer angucken? Okay, die Männer haben sie jetzt gut im Griff. Die fühlt sich toll an. Leute, ihr glaubt nicht... Ja, ich soll mir den Kopf mal angucken. Ah, beautiful, super schön. Peter, die zwinkert ja gar nicht. Die kann nicht zwinkern. Nee, die hat auch keine Augenlider. Sie hat ja auch keine Hände, um die Augen sauber zu machen. Wenn Dreck reinkommt und die kraucht über den Boden. Ja, und wie schützt sie ihre Augen? Da hat sie so eine Art, so eine durchsichtige Schuppe. Die liegt über dem Auge und deshalb kann kein Dreck reinkommen. Wenn sich die Schlange häutet, erneuert sich auch die durchsichtige Schuppe über dem Auge. Das sind hier die Schuppen, auf denen sie sich bewegt. Wenn du gegen den Strich mit dem Finger gehst, heben die sich richtig vom Körper ab. Das mag sie nicht. Naja, natürlich mag sie das nicht, aber das muss sie jetzt durchaus aushalten. Es fühlt sich wirklich an wie Fischschuppen, ja? Ein bisschen. Wenn man entgegengesetzt der Richtung von Fischschuppen streicht, könnt ihr ja mal versuchen, wenn ihr einen Fisch zu Hause habt. So fühlt sich's an. Okay, also man merkt, dass diese Python jetzt echt gestresst ist. Also ich höre sie richtig laut atmen und wir tun sie jetzt in diesen Sack, ne Peter? Richtig, die kommt jetzt in den Sack, da kann sie nichts sehen und dann beruhigt sie sich wieder. Das beruhigt sie. Die Schlange ist echt stark und wir brauchen viel Kraft, um sie in den Sack zu schieben. Dann erklärt mir Joseph noch, wie man den Sack am besten tragen sollte.
Ich verstehe, okay. Also wenn es jetzt eine Giftschlange wäre, könnte sie durch den Sack durchbeißen. Deswegen muss man sie trotzdem mit ein bisschen Distanz zum Körper transportieren. Eine Python ist nicht giftig, deshalb ist es nicht so wichtig. Aber bei einer Giftschlange muss man aufpassen. Okay. Joseph hält allerdings auch die Python auf Abstand. So groß wie sie ist, wäre ein Biss mit Sicherheit unangenehm, auch wenn er nicht giftig ist. Boah, Leute, das war richtig spannend, ja? Ich brauche jetzt erstmal eine kleine Pause, aber für euch geht's gleich spannend weiter. Schlangen leben auch bei uns daheim. Insgesamt sind es 6 verschiedene Arten. 4 davon sind ungiftig. Es sind Nattern wie diese Esculap-Natter. Sie lebt mitten unter uns, zum Beispiel in Kellergewölben und Gärten. Das liegt daran, dass ihre natürlichen Lebensräume wie Waldlichtungen und Wiesen immer kleiner werden. Deshalb gelten unsere Schlangen auch als bedroht. Die Esculap-Natter ernährt sich von Mäusen, Eidechsen, Vögeln und Eiern. Männliche Schlangen können bis zu 2 Meter lang werden. Für uns aber sind sie völlig harmlos. Giftig sind die Aspisviper links und die Kreuzotter rechts. Ihr Gift kann tödlich sein. Es ist also ganz wichtig, einen Arzt aufzusuchen, wenn man gebissen wurde. Am allerbesten, man lässt die Schlangen einfach in Ruhe. Dann tun sie uns auch nichts. Du Peter, Schlangen, die spüren doch, wenn wir jetzt hier laufen, oder? Die spüren doch die Vibrationen, die entstehen durch unsere Schritte. Richtig. Schlangen können nicht wirklich hören. Die spüren die Vibrationen über ein Innenohr. Ah. Und das ist der Grund, warum du in Gegenden, wo du jetzt viel mit Schlangen zu rechnen hast, kräftig auftreten sollst, um denen über diese Vibrationen zu zeigen, hier ist jemand, und dann hauen die ab. Dann hauen sie ab. Dann hauen die ab. Dann haben sie Angst und verschwinden. Ob sie Angst haben, aber sie fühlen sich dann auch nicht mehr wohl. Nicht? Okay. Du bist ja ein Eindringling in ihren Revier, in ihr Bereich. Okay, also? Ja, du musst nicht dampfen, aber eben sollst auch nicht schleichen. Nicht? Du sollst ganz normal, kräftig auftreten gehen. Das ist eigentlich alles. Peter, Schlangen können ja nicht besonders gut sehen, ne? Richtig. Aber das gleichen sie eben aus, dadurch, dass sie sehr gut riechen können, schmecken können. Sie haben ein ganz spezielles Organ in ihrer Mundhöhle. Die Zunge, diese gespaltene Zunge, nimmt die Duftstoffe, die Geruchsstoffe von der Umgebung und Beutetieren und so weiter auf. Ja. Und über dieses Organ im Maul, das sogenannte Jakobsonsche Organ, erkennen sie, was ist hier los. Ist da was zu beißen oder muss ich mich verdrücken? Ah ja, okay, ich verstehe. Also die Schlangen, das habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen, die stecken ja immer mal wieder ihre Zungen raus. Und indem sie die Zungen rausstecken, fangen sie die Gerüche in der Umgebung auf. Ne? Also die Gerüche sind dann auf der Zunge. Und dann klappen sie die Zunge nach hinten und legen die Zunge an das Jakobsonsche Organ. Das ist so eine kleine Kuhle, die liegt da hinten im Gaumen. Und dadurch checken sie ab, wer so in der Nähe ist. Ist da ein Peter in der Nähe? Ist da eine Paula in der Nähe? Oder vielleicht mein Mittagessen? Joseph trainiert jetzt mit seinen Leuten, wie man eine richtig gefährliche Schlange wieder einfängt. In der Kiste ist eine Puffotter, eine afrikanische Viper. Also noch kann mir nichts passieren, ja? Noch ist sie ja in ihrer Box. Aber sobald die hier draußen ist, sitze ich auf dem Baum. Joseph fragt mich, wo ich sein werde und lobt mich. Das wäre echt clever. Ein gemütliches Plätzchen? Jetzt kann's losgehen. Die Puffotter ist zwar nicht die giftigste Schlange Afrikas, aber da sie weit verbreitet ist, gehen die meisten gefährlichen Schlangenbisse auf ihr Konto. Und damit auch die meisten Todesfälle. Eigentlich ist die Puffotter recht träge. Sie kann stundenlang irgendwo bewegungslos herumliegen. Viele Menschen werden gebissen, weil sie die Schlange nicht sehen und aus Versehen auf sie drauftreten. Das Gift der Puffotter zerstört die Blutgefäße. Dadurch kommt es zu inneren Blutungen. Dem Opfer wird erst schwindelig, dann wird es bewusstlos. Wer nicht rechtzeitig mit einem Gegengift behandelt wird, kann daran sterben. Die tut überhaupt nichts. Und wartet auf Paula. Also ich bin total froh, dass ich hier oben sitze.
Wenn sich die Puffotter bedroht fühlt, ist sie alles andere als träge. Mit dem Fauchen warnt sie uns, dass sie gerade gar keine gute Laune hat und jederzeit bereit ist, uns anzugreifen. In freier Wildbahn sollte man jetzt langsam zurückgehen. So, das war's mit dem Spaziergang. Joseph und seine Männer passen auf, dass sie die Schlange immer auf Abstand halten. Einer hat mit seinem Greifer direkt hinter den Kopf zugepackt. Nicht zu doll, sonst würde er die Schlange verletzen. Aber auch fest genug, dass sie sich nicht herauswinden kann. Denn sonst könnte sie mit einer blitzschnellen Bewegung angreifen und beißen. Jetzt mein Blog. Da könnt ihr noch einmal alles sehen, was ich heute erlebt habe. Diesen Blog gibt's auch im Internet. Ich bin heute im Hala Park in Kenia. Dort haben Peter und ich uns Schlangen angesehen. Das hier sind zwei kleine Nattern. Die fühlen sich überhaupt nicht eklig an. Die fühlt sich ganz, ganz toll an. Das ist wie Seide, ne? Ganz weich. Das ist eine Schlangenhaut. Sie wird abgestreift, wenn die Tiere wachsen. Und das werde ich nie vergessen. Wir haben eine Schlange gesucht, die hier gesehen wurde. Leider hat niemand gewusst, ob sie giftig ist oder nicht. Und in diesem Gestrüpp ein Tier zu finden, das auch noch gut getarnt ist, ist richtig schwer. Schlangen verstecken sich am liebsten unter Steinen und Büschen. Wenn ihr mal in freier Wildbahn eine Schlange entdeckt, nicht wegrennen, sondern langsam nach... Okay, ich sollte erst mal gucken, bevor ich rückwärts gehe. Okay, da ist sie Gott sei Dank nicht. Doch dann haben wir sie gefunden. Eine große Python, eine Würgeschlange. Die kann ganz schön fest zubeißen, wenn sie ihre Beute fängt. Joseph hat sie mit einem Satz gepackt. Die Python kommt in Afrika häufig vor. Sie wächst ihr Leben lang und kann bis zu 10 Meter lang werden. Und jetzt zeigen wir euch noch, wie man sich richtig verhält, wenn man von einer Schlange gebissen wurde. Dazu habe ich was mitgebracht. Meine Schlange. Lecker, Paula. Oh, oh. Ich wurde gebissen. Ruhig bleiben, Paula. Wir helfen dir. Paula, ich bin bitte. Joseph fragt, ob ich die Schlange gesehen habe. Wenn man weiß, wer einen gebissen hat, ist das schon mal gut. Okay. So, setz dich hin. Ja. Jetzt ist es ganz wichtig, dass du ruhig bleibst. Okay, keine Panik bekommen. Keine Panik. Nicht schnell atmen. Nicht schnell atmen. Also nicht... Nein, ganz ruhig. Sondern ganz ruhig bleiben und so gut es geht. Bleib sitzen, das ja? ist der Kreislauf am ruhigsten. Ja? Jetzt ist wichtig, dass wir dich so schnell wie möglich ins Krankenhaus bringen. Ja. Der Doktor erkennt anhand der Verletzung, meistens jedenfalls, was es für eine Art von Schlange gewesen ist. Okay. Und welches Gegengift er dazu braucht. Joseph ruft seinen Männern zu, dass sie die Trage bringen sollen. Denn das Allerwichtigste ist, dass ich mich so gut wie nicht bewege und ruhig bleibe. Dann verteilt sich das Gift nicht so schnell in meinem Körper. Ihr seht, im Test klappt alles prima. Ich bin aber trotzdem echt froh, dass ich nicht wirklich gebissen wurde. Sie fürchtet sich nicht. Sie geht ganz nah ran, sie schaut ihnen ins Gesicht. Sie lockt sie mit Tricks, gewinnt ihr Vertrauen. Nur manchmal wird's auch nichts, doch irgendwann